Ich hatte ja mal ein Vorstellungsvideo zu meinem CNC-Laser gemacht, den ich mal selbst gebaut hatte. Es gab ja einiges Interesse dazu und da hatte ich mich bereitschlagen lassen, mal ein Video zu machen. Ja, und jetzt war ich letztens mal wieder so ein bisschen auf der Suche, ne, was so los ist, weil Hintergrund ist, hier ist ja so eine einzelne Diode drin, so 5,5, 6 Watt, sowas in der Größenordnung. So eine NUBM 44, die man damals so aus den Projektoren ausgeschlachtet hat, aus den Beamern, um die dann einzeln zu verkaufen. Und dann gab es die ja für halbwegs überschaubare zweistellige Eurobeträge konnte man die ja kaufen und das war ja schon eine echt gute Laserquelle, ne, die man teilweise dann so 5,5, 6 Watt betreiben kann. Da kann man ja schon was mit anfangen. Das ist ja aber alles schon einige Jahre her. Das Ding steht ja auch schon seit 2016 bei mir rum und irgendwann 17, 18 kam diese Diode da rein, als es die gab. Und dann dachte ich mir jetzt so, nach 5, 6 Jahren können wir noch mal gucken, was es vielleicht so gibt und ob sich was getan hat. Dabei bin ich tatsächlich noch auf was anderes Interessantes gestoßen und das wollte ich mir mal mit euch zusammen angucken. Dafür schauen wir hier nochmal zusammen auf meine Google-Ergebnisse, die ich so beim Stöbern hervorgebracht habe. Und zwar sieht man hier unten links in der Ecke nochmal, das ist so eine Standard 9 mm Diode, so eine Laserdiode in so einem 9 mm TO-Gehäuse, wie sie jetzt auch im Moment in meinem CNC-Laser verbaut ist. Ne? Die man dann so kriegt, ne? Die man dann mit 5,5, 6 Watt irgendwie sowas betreiben kann. Nur so 4 Ampere, etwas über 4 Ampere Flussstrom bei etwas über 4 Volt, irgendwie Flussspannung, sowas in der Größenordnung und dann bringt die so ihre 5,5, 6, vielleicht auch ein bisschen mehr als 6 Watt raus. Das ist dann so das höchste der Gefühle. Die waren dann hier, wie man hier noch sieht, in so Messing Ansammlung von mehreren Dioden oder auch hier mit so einer Linse oben drauf waren die verpresst und dann wurden die früher in den ersten Beamern eingesetzt. Also Beamer, die Laser als Lichtquelle für blaues Licht verwendet haben. Das fing ja dann irgendwann mal an, wo dann die blaue Laserdiode so ein bisschen Einzug erhalten hat, sage ich mal. Und das hat sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, wie man hier oben sieht. Dann gab es irgendwann so diese Facettenlinsen auf so ein Array von mehreren Laserkristallen, die dann hier direkt in so einen Messingblock dort draufgebunden sind. Das heißt also, man hat nicht mehr einzelne Gehäuse, so wie hier unten, sondern der Laserkristall selbst ist also hier direkt auf diesem Messing aufgebracht, auf diesem Grundträger in so einer Anordnung und da ist dann so eine Facettenlinse drauf, die dann jede einzelne Laserquelle, also jeden einzelnen Kristall entsprechend gleich bündelt und dann ein paralleles Lichtbündel ausgibt. Das fand ich ganz interessant und da habe ich mal ein bisschen weitergesucht und dann bin ich auf sowas gestoßen, dass es das auch in etwas kleinerer Ausführung gibt. Also nicht mit dreistelligen Leistungen, sondern halt etwas erträglicher, sage ich mal, und praxisnäher. Und zwar, zum Beispiel gibt es das hier auch mit vieren. Also da sind vier Laserkristalle drin und dann entsprechend so eine Facettenlinse mit vier einzelnen Facetten, die dann diese vier Laserkristalle dann bündelt und dann vier parallele Lichtbündel ausgibt. Das fand ich ganz interessant, gerade auch für den Preis irgendwie denn, hier $70 inklusive Versand, also irgendwie so 60 Euro sowas, paar 60 Euro. Dachte ich mir, ja, das gucke ich mir mal an. Also habe ich mir mal so ein Ding gekauft. Das kam auch an, ne, weil es wird natürlich nicht in Deutschland hergestellt sowas, also kaufe ich es ja nicht in Deutschland, sondern da, wo es hergestellt wird. Dementsprechend war es ein paar Wochen unterwegs. Und man sieht, das ist hier so eine Breakout-Platine, also das ist eine Kupferkernplatine mit entsprechender Isolationsschicht drauf und dann hier oben die Leiterbahnen, wie man das von Power-LEDs kennt. Ne? Also wenn man jetzt halt Power-LEDs irgendwie hat, die so aufgelötet werden im SMD-Gehäuse, da gibt es ja auch gern solche Platinen mit so einem Metallkern. Das ist meistens Aluminium, hier ist es Kupfer. Kupfer ist dann nochmal die nächste Eskalationsstufe, weil die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ist natürlich nochmal eine ganze Ecke höher als die von Aluminium. Und hier entsteht ja auch schon ein bisschen Abwärme. Also ist es durchaus sinnvoll, das so zu tun. Ja, und man sieht, hier sind so diese vier Laserkristalle in so einem kleinen lötbaren Gehäuse mit entsprechenden Ausgängen und hier oben ist dann diese Vierer-Facettenlinse drauf. Und die macht dann jede einzelne Facette, macht dann ein paralleles Lichtbündel aus einem einzelnen Laserkristall, der da drunter sitzt. Und das Ganze strahlt dann nach vorne aus. Man sieht hier, man kann hier so einen Stecker, gibt es dafür, wo man das anschließen kann. Und wenn man den nicht hat, gibt es auch Lötpads hier, die ich jetzt hier benutzt habe. Es ist also relativ einfach dann anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Gucken wir hier mal ein bisschen auf die Eckdaten. Vorteil bei diesen blauen Laserdioden ist, beziehungsweise bei den Kristallen, Ground liegt nicht auf dem Gehäuse. Also auch wenn man jetzt so ein TO-Gehäuse früher hatte, bei den roten Dioden und so weiter war das immer so, dass der Ground immer am Gehäuse war. Das heißt also, man konnte die nicht so ohne weiteres in Reihe schalten, ohne dass man sich vorher mechanisch noch einen Kopf zerbrochen hat, wie man denn die Gehäuse voneinander getrennt kriegt, wenn man die auf der gleichen Platte irgendwie aufschraubt. Das ist hier bei den blauen Dioden schön, weil da ist Anode und Kathode entsprechend getrennt. Und da sieht man auch schon hier Forward Voltage, das sind hier ungefähr 16 Volt. Das lässt also darauf schließen, dass die alle vier in Reihe geschaltet sind. Dementsprechend kann man da ein bisschen elektrische Größen vernünftig halten, ne? Also man hat da nicht irgendwie 3 oder 4 Volt und braucht dann 20 Ampere oder solche Geschichten, sondern hat die in Reihe geschaltet hier mit 16 Volt und kann dann mit relativ erträglichem Strom hier, ne, Vorwärtsstrom hier von 3 Ampere, kriegt man dann die guten 20 Watt optische Ausgangsleistung hin.
Und das ist ziemlich ordentlich. Und da möchte ich auch hier nochmal kurz einen Sicherheitshinweis fallen lassen. Ihr wisst, ich mache das nicht so oft. Also wenn ich es mache, dann meine ich es wirklich ernst. Das ist nicht nur hochgefährlich für euer Augenlicht, was ihr hier in Sekundenbruchteilen verlieren könnt, ne? Also ich denke mal, Laserschutzbrille ist hier klar, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist auch gefährlich für eure Umgebung, ne? Also mit dieser Leistung, auch unkollimiert und ungebündelt, setzt ihr in Sekundenbruchteilen irgendwie Vorhänge in Brand oder andere stoffähnliche Immobilien oder was auch immer ihr rumstehen habt bei euch, ne? Sei es irgendwie jetzt ein Sofa oder irgendwas, ein Papierstapel, der rumliegt. Wenn so eine Lichtleistung und gerade auch noch blaue Wellenlänge, die relativ gut absorbiert wird und relativ energiereich ist, wenn die irgendwo auftrifft, auch Holz oder sowas, das brennt wirklich so schnell denkt man da gar nicht dran. Und ruckzuck steht einem auch die Bude in Flammen, wenn es blöd läuft. Das ist also nicht nur gefährlich für euer Augenlicht, sondern auch gefährlich für alle Beteiligten. Deswegen immer gerne ein bisschen nachdenken, was man da tut und gerne auch dreimal nachdenken, weil das ist jetzt wirklich, das verzeiht unter Umständen keine Fehler, das Ganze. Mein erstes Ziel, was ich jetzt erstmal gucken wollte, war überhaupt, wie verhält sich denn der Lichtaustritt in der Praxis und was kann man denn damit überhaupt anfangen? Weil man hat natürlich nicht einen Laserstrahl jetzt, beziehungsweise eine Laserquelle, sondern man hat halt vier Stück nebeneinander, die zwar ein kohärentes Licht und ein paralleles Licht auswerfen, aber es kann ja trotzdem noch zu gewissen Effekten kommen, an die man nicht gedacht hat. Ich bin jetzt auch, was Optik angeht, nicht der größte Crack, deswegen dachte ich mir, ja, ich gucke mal ein bisschen, wie sich das Ganze so verhält. Da war ich mir mal einen Testaufbau gemacht mit ein paar Nutprofilen und ein bisschen einem Träger. Also nichts lose rumfliegen lassen, in irgendwelchen dritten Händen eingeklemmt oder so, sondern das Ganze schon versucht, halbwegs solide aufzubauen, ne? Weil, wie gesagt, es wäre blöd, wenn irgendwas wegschnippt und durch die Gegend lasert. Ungünstig, ne? Deswegen, also ein bisschen ein Aufbau, der halbwegs stabil ist, ist schon mal nicht verkehrt an dieser Stelle, dass man sich halt nicht gleich zu weit aus dem Fenster lehnt mit seiner Hemdsärmeligkeit, die man so hat. Und das Ganze angeschlossen auch an einem linearen Labornetzteil in diesem Fall, weil alles, was mit Step-Schaltregler oder sonst irgendwie getaktet funktioniert, versuche ich immer von Laserquellen fernzuhalten, weil Laserdioden sind ziemlich sensibel. Also eine LED, wenn die mal einen Überstrompuls kriegt unter Umständen, dann leuchtet die danach genauso wie vorher weiter. Wenn das bei einer Laserdiode passiert, dann ist die im Eimer. Dann kann man die wegwerfen. Also das ist, die verzeiht wirklich nichts. Also da muss man nur einmal kurz ein bisschen übers Maximum kommen und dann ist die hinüber. Deswegen, also sämtlich irgendwas, was Peaks oder Schwingungen erzeugen kann, habe ich hier erstmal ferngehalten und arbeite wirklich mit reiner linearer analoger Technik. Das ist dann deutlich entspannter für alles Beteiligte. Ja, hier sieht man nochmal, ich habe die jetzt hier drauf geklemmt auf diesen 20x10 Aluminiumträger. Das reicht erstmal zur Kühlung, weil ich möchte mich ja noch weit von der Maximalleistung entfernt halten. Ich will ja nur erstmal so ein bisschen antesten und gucken, wie sich das Ganze optisch so verhält. Und das kann ich ja mit einem Watt schon genauso gut machen wie mit 20 Watt, ne? Da brauche ich ja die volle Leistung gar nicht für. Deswegen lasse ich das Ganze erstmal so ein bisschen anleuchten. Also das ist jetzt noch weit unterhalb der Laserschwelle. Also die Laserdiode befindet sich hier noch im LED-Betrieb sozusagen. Also sendet noch kein Laserlicht aus, sondern nur erstmal ein LED-Licht, wenn man es so nennen möchte. Es gibt ja bei Laserdioden einen Threshold, also eine Schwelle sozusagen, ab der überhaupt erstmal genug Photonen im Kristall unterwegs sind, ab der sich überhaupt das Ganze aufschwingt und dann Laserlicht entsteht. Darunter entsteht ja eigentlich nur im Prinzip ein LED-Licht, wenn man es so möchte. Und hier sieht man das Ganze. Ich habe hier so ein kleines Stück Brett, was ich mal so für Testschüsse schon verwendet habe. Und hier lasse ich die jetzt gerade mal drauf leuchten. Und man sieht, diese vier einzelnen kollimierten Laserkristalle, die sich hier ergeben, die sind wirklich dann schön in einem breiten Balken. Also man erkennt da erstmal gar nicht, dass es da vier sind, sondern man erkennt einfach mal so einen breiten Balken. Und das Ganze hier noch in locker 40 cm Entfernung. Also das spricht schon mal dafür, dass die ziemlich ordentlich ausgerichtet und aufgebunden sind, diese ganzen Kristalle und auch die Linse. Dass das auch selbst auf einer größeren Entfernung immer noch sauber parallel und in Reihe alles liegt. Ja, und dann habe ich mal kurz ein bisschen über die Laserschwelle gepulst, ne? Also wir sind noch weit unter 1 Ampere Betriebsstrom jetzt, irgendwo so 600 Milliampere sowas. Und da habe ich dann mal zwei Testschüsse drauf gegeben, um mal zu gucken, wie sich das Ganze so verhält. Und man sieht, selbst mit einer sehr geringen Leistung, ne, qualmt es hier schon. Also das nochmal zu der Brandgefahr, ne? Also bei 20 Watt, da hätte das hier ganz anders ausgesehen. Ja, und man sieht, man hat hier so ein etwas längliches, ebenso wie halt die auch die vorne, die ist, der blaue Fleck schon ausgesehen hat, so sieht jetzt auch das Brandloch aus. War also eigentlich zu erwarten. Jetzt habe ich hier nochmal was Interessantes, und zwar, wenn man das Ganze mal auf so ein gepulvertes Stahlblech leuchten lässt, wo es halt nicht direkt einbrennt, sondern wo man tatsächlich noch ein bisschen genauer erkennen kann, wie sich die einzelnen Laserdioden hier abbilden, sage ich mal, auf die Entfernung. Kann man auch sehen, dass die alle in unterschiedlichen
Schwellenstrom haben. Ne? Also man sieht, hier kommt die erste, die zweite, ich drehe langsam jetzt hoch und dann fangen die nacheinander alle an, in die Laser, über die Laserschwelle zu kommen. Das heißt also auch diese vier Laserkristalle, die hier aufgebondet sind, auf dieses Gehäuse bzw. in diesem Gehäuse sitzen, haben alle noch so eine große Toleranz untereinander, dass sie noch unterschiedliche Laserschwellen haben. Also da muss man halt gucken, wenn man das betreiben möchte, wie man das macht. Entweder man lebt damit, dass man halt nur mit ein oder zwei Dioden erstmal im Laserbetrieb ist und mit den anderen noch nicht, oder aber man muss halt einen Minimalstrom wählen, wo halt sicher alle vier Dioden schon über der Laserschwelle liegen. Also jetzt nur noch mal so als kleine Randinfo, wie sich das verhält. Da ich ja jetzt aber auf meinem CNC-Laser keine breiten Balken brennen möchte, sondern halt möglichst einen präzisen, feinen Punkt haben möchte, mit dem ich Sachen schneiden und auch gravieren kann, je nachdem, brauche ich eine Sammellinse dafür. Und das ist jetzt das Interessante an der Stelle. Weil kann ich denn diese vier einzelnen Laserkristalle, die sich da abbilden, überhaupt auf einen gemeinsamen Punkt bündeln, dass da halbwegs was Sinnvolles bei rumkommt? Das war eigentlich so die entscheidende Frage, die ich mir gestellt habe. Und dazu habe ich hier noch von meinem Spiegelschnittmodul, was ich früher auf meinem CNC-Laser hatte. Wer das Video gesehen hat, erinnert sich vielleicht, eine geeignete Sammellinse dafür. Also die hat eine Brennweite von 35 mm, die hat ein entsprechendes Coating, dass diese Wellenlänge halt so also eine Antireflexbeschichtung sozusagen, also dass diese Wellenlänge auch möglichst gut durchs Glas durchgeht und nicht an der Glasoberfläche schon reflektiert wird. Und die habe ich einfach mal in meinen Aufbau reingestellt. Sieht hier in so einer beliebigen Abstand erstmal, weil man geht ja davon aus, dass das Licht auf dieser Seite hier halbwegs parallel ist. Also spielt der Abstand jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Brennweite der Linse. So habe ich mir das Ganze erstmal aufgebaut. Jetzt habe ich mal ein Video, wo ich auch wieder unterhalb der Laserschwelle bin und schiebe mein Testbrett hier einfach mal durch auf die Linse zu. Und man sieht, das Ganze bündelt sich tatsächlich in einem Punkt. Und wenn ich da wieder rausgehe, dann sieht man irgendwann wieder hier die vier Einzelnen, wo sich das dann aufprojiziert. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass sich dieser ganze Spaß in einen einzelnen Punkt, also offensichtlich auf dem Brett sieht es erstmal so aus, in einen einzelnen Punkt bündelt. Deswegen habe ich an der Stelle jetzt auch mal einen Testschuss gemacht. Und da mal ein kurzes Löchlein reingebrannt, dass man sich das Ganze mal im Vergleich angucken kann. Und man sieht, man erhält aus dem breiten Balken hier, den wir vorher hatten, tatsächlich einen kleinen Punkt. Also wie groß der jetzt wirklich ist, ist jetzt hier noch die Frage, weil es ist jetzt der Einbrand im Holz logischerweise. In Wirklichkeit ist der Punkt natürlich noch viel kleiner. Aber man sieht schon erstmal, man kriegt tatsächlich hin, dieses doch relativ breite Konstrukt an Lichtbündeln auf einen einzelnen Punkt zu kollimieren. Und damit ist das Ganze natürlich schon mal irgendwo interessant. Um jetzt die Punkt- bzw. Brennfleckgröße etwas genauer beurteilen zu können, bietet sich an, wenn man was Eloxiertes nimmt. Also ich habe hier so ein Stück eloxiertes Aluminium, das ist ein Abschnitt von so einem Kühlkörper, den ich hier hingestellt habe. Und wenn man da drauf schießt mit dem Laser, dann ergibt sich tatsächlich ein relativ gutes Abbild des Laserpunktes oder beziehungsweise des Brennflecks, weil es wirklich hier durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums nur in nächster Nähe zu dem Brennfleck, sage ich mal, wirklich dieses Eloxal dann verdampft an der Stelle und da guckt dann das nackte Aluminium durch, glänzt dann also silbrig typisch und ringsrum ist das Eloxal noch da. Also es ist immer noch ein bisschen größer als der echte Laserfleck, weil naja, in nächster Nähe ist es halt wirklich noch so heiß, dass auch Eloxal weggeht, je nachdem mit was für einer Leistung man arbeitet. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal ein deutlich besseres Bild davon als auf dem Holzbrett, wo halt wirklich ja noch ein Millimeter quasi Einbrand ist und nicht nur ein paar Mikrometer vielleicht wie hier. Und dann stellt sich natürlich auch noch die nächste Frage, in welcher Länge habe ich denn jetzt hier überhaupt die Möglichkeit, sinnvoll Material zu bearbeiten? Das heißt also, die Länge in diese Richtung wäre dann am Ende quasi auf dem CNC-Laser die Stärke des Materials. Also wenn mein Brennfleck hier nur auf 1 oder 2 Millimetern ist, dann kann ich natürlich schlecht Material schneiden, was dicker ist. Wenn ich natürlich über einen längeren Weg jetzt quasi ein gutes kollimierten, also einen gut gebündelten Punkt habe sozusagen, also eine kleine Brennstelle, dann kann ich natürlich stärkeres Material bearbeiten. Und das Ganze nennt sich Rayleigh-Länge im Fachkreisen, sage ich mal. Um da jetzt nochmal einen kleinen Crashkurs zu machen, wie sich das ergibt, habe ich hier auch nochmal kurz ein bisschen was gemalt. Und zwar, wenn wir jetzt mal an Physikunterricht in der Schule zurückdenken, Thema Optik, dann wird einem ja sowas vermittelt. Also es ist, man hat irgendwie ein paralleles Lichtbündel, ob es jetzt ein Laser ist oder irgendwie, wenn man annimmt, die Sonne in Millionen Kilometern Entfernung hat irgendwann parallele Lichtstrahlen, die auf der Erde ankommen und man nimmt eine Sammellinse oder ein Brennglas oder irgendwas und hält das in diese Lichtquelle, dann gibt es einen Brennpunkt. Das ist ja das, was einem vermittelt wurde, sage ich mal. Also das Ganze bündelt sich in einen Brennpunkt und danach läuft es wieder auseinander, so bei einer Sammellinse. Ja, jetzt wissen wir ja aber auch, dass Schulwissen nur zu 50% richtig ist und an dieser Stelle greift es tatsächlich auch mal wieder, weil in der Physik sieht das ein bisschen anders aus. Behalten wir das mal im Hinterkopf. In Wirklichkeit ist es so,
dass es ja keine perfekt parallelen Lichtstrahlen gibt. Es gibt ja nur Lichtbündel. Alles hat immer eine gewisse Divergenz, also läuft auseinander über die Zeit. Das heißt also, wir können natürlich auch keine parallelen Lichtstrahlen, die wir nicht haben, auf einen exakten Punkt bündeln. Weil Punkt ist ein Kreis mit Radius 0 und das kann ja nicht gehen, weil dann hätte ich ja eine unendlich hohe Leistung pro Quadratzentimeter, sage ich mal. Und das wäre ja nicht möglich. Das heißt, in der Praxis habe ich immer eine minimale Fleckgröße, die ich erreichen kann. Deswegen bildet sich das Ganze so aus. Das heißt also, man hat quasi nicht einen einzelnen Punkt, wo es wirklich maximal fokussiert ist und danach nicht mehr, sondern es bildet sich hier so eine Gauss-Kurve aus, sage ich mal. Also meine künstlerische Fähigkeiten sind hier begrenzt, deswegen ist das hier einfach ein Radius, aber in Wirklichkeit ist das eine Art Gauss-Kurve, sage ich mal. Da gibt es natürlich einen minimalen Radius hier irgendwo und das ist das, was man in der Theorie, also hier früher als Brennpunkt angenommen hat. Das ist die Stelle, wo der Radius minimal ist hier. Und danach gibt es dann halt so einen Trichter in beide Richtungen. Wenn man sich das jetzt nochmal in Größe anguckt, dann gibt es die Annahme, ich habe irgendwo Wurzel 2 mal r min, das heißt also die doppelte Fläche. Wenn ich mir das jetzt hier als Trichter vorstelle, also als Kreis, dann habe ich hier eine Fläche und hier irgendwo ist die Fläche dann verdoppelt. Und diese Länge von der minimalen Fläche zur verdoppelten Fläche, das ist die Rayleigh-Länge. Jetzt sind wir da, wo ich vorhin ausgebüxt bin. Und das ist jetzt ein interessanter Wert, wenn ich bestimmen möchte, wie stark kann ich denn überhaupt Material jetzt bearbeiten. Ja, weil man stelle sich vor, ich bin hier irgendwo mit meinem Brennpunkt, mit meinem theoretischen Brennpunkt, den es eigentlich nicht gibt, bin ich irgendwo in der Mitte vom Material. Und dann habe ich eine Rayleigh-Länge, die meinetwegen, sagen wir mal, die ist 2 mm oder 3 mm, ist ja jetzt egal, in beide Richtungen vom Brennpunkt aus. Dann ist 2 mal Rayleigh-Länge quasi so die Stärke von meinem Material, was ich bearbeiten kann. Wenn ich davon ausgehe, dass ich hier beim doppelten, also bei der doppelten Fläche habe ich noch die halbe Intensität. Bis dahin kann ich sinnvoll Material bearbeiten. Dann hätte ich jetzt meinetwegen hier bei einer angenommenen Länge von 3 mm, hätte ich hier 6 mm Materialstärke, die ich dann damit schneiden könnte. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Deswegen habe ich jetzt hier mal folgenden Aufbau betrieben. Und zwar habe ich hier ein Lineal liegen und darauf steht dann hier mein eloxiertes Aluminiumstück. Und das stelle ich jetzt hier in einem gewissen Abstand vor die Linse und schiebe das dann immer 1 mm quasi weg oder hin, je nachdem, ist ja jetzt egal, in welche Richtung das ich arbeite, und schiebe es währenddessen, wo ich es halt 1 mm jetzt auf die Linse zuschiebe, als Beispiel auch ein Stück zur Seite. Das heißt also, es ergibt sich dann hier quasi so eine Punktreihe nebeneinander und jeder Punkt hat dann einen anderen Abstand zur Linse. Das Ganze sieht dann so aus, wenn ich das gemacht habe, habe ich jetzt kein Video von gemacht. Weil da mit einem aktiven Laser und irgendwelche Sachen hin und her schieben, das ist schon Trubel genug in der Leistungsklasse. Da muss ich nicht auch noch eine Kamera führen nebenbei. Deswegen habe ich das jetzt mal aus Selbstschutz in Fotoform hier nur dargestellt. Und zwar sieht man hier, es gibt hier irgendwo so einen ersten kleinen Punkt an der Stelle. Und hier am Ende gibt es auch noch mal so einen kleinen Punkt. Und hier dazwischen sieht man eigentlich relativ deutlich diese ganzen Striche, die hier sind. Ja, und wenn man das jetzt mal bemaßt, dann kann man sehen, das sind 5 Striche, die relativ gut und klar sichtbar sind und die entsprechen halt einem Abstand von 4 mm. Dass die jetzt hier unterschiedlich weit auseinander sind, das ist einfach dem geschuldet, dass ich hier nicht so genau darauf geachtet habe, wie weit ich das zur Seite schiebe. Ich habe mich dann lieber auf die genauen Abstand in X-Richtung zur Linse gekümmert und hier Y ist jetzt hier halt ein bisschen ungleichmäßig, aber ich denke mal, es ist trotzdem ersichtlich, was ich getan habe und was sich hier ergibt. Also man sieht hier, dass in einem 4 mm Abstand zur Linse, also einen schwankenden Abstand. Ne? Meinetwegen sagen wir mal irgendwie, ich war hier bei 37 mm und ich bin dann hier runtergegangen auf 33 mm und in verschiedenen Schritten sieht man, dass ich da ein relativ klares Abbild habe von meinem Brennfleck. Das heißt also, das wäre dann so die Stärke an Material, die ich damit jetzt bearbeiten könnte. Wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, wird sehen, okay, ja, ich kriege irgendwie hier für gute 60 € 20 Watt Laserleistung. Wenn ich mir jetzt so fertige Module angucke, die man für CNC-Laser ja mittlerweile kriegt, die kosten ja dann bei so einer Leistung deutlich mehr. Und wenn die hier jetzt mal 40 Watt haben, anstatt 20 Watt mal als Beispiel bei so einem von Lasertree, ist das hier eins, ist so ziemlich die höchste Leistung, die man aktuell so kriegt in diesem Bereich mit diesen Dioden. Und das sind hier 8 Dioden, a 5,5 Watt, die kombiniert sind, dann sind wir hier in einem vierstelligen Preisbereich. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum ist das so und worin sind die besser? Und was können die anders jetzt gegenüber meiner Idee, die ich da jetzt verfolge? Und zwar, wenn man sich das hier nochmal ein bisschen aus der Nähe anguckt, dann sieht man ja, die haben hier 4 Dioden auf der einen Seite und 4 Dioden auf der anderen Seite, also insgesamt 8 Dioden. Die werden hier über einen Spiegelschnitt, so nennt sich das, zusammen kombiniert. Das heißt also, man hat hier auch immer eine Sammellinse davor, die das Ganze dann kollimiert. Und dann kommt hier in der Ecke kommt ein Spiegel und der legt dann einen Strahl neben den anderen. Also man sieht das, hier hat man einen Strahl, hier sind zwei nebeneinander, hier drei, hier vier. Das Ganze auf der Seite auch, hier gibt es nochmal einen Spiegel, der das umlenkt.
Und hier werden die dann final kombiniert und gehen dann hier unten durchs Objektiv und dann raus aufs Material. Das heißt also, es ist hier nicht so wie bei mir jetzt, dass ich einfach vier Laserquellen nebeneinander habe und die dann irgendwie zusammenbündle, sondern die werden hier wirklich mit Spiegeltechnik dicht aneinander gelegt. Was ist dabei jetzt der Vorteil? Ich habe ja nochmal ein kleines Bild dazu und wir haben ja gesehen, bei mir sieht das so aus, ne? Also ich habe ja mein Array hier mit den vier Laserquellen und der Facettenlinse und das macht hier in dem Abstand diese vier charakteristisch typischen Balken an Laserlicht, die aus so einer Diode mit Fast Axis und Slow Axis dann rauskommen. Wenn man sich da jetzt hier mal so einen Ausschnitt aus diesem gerade angeguckten Lasermodul von Lasertree hier anguckt, dann haben wir hier ja einen Spiegelschnitt, der diese vier Lichtstrahlen der vier Dioden dicht nebeneinander legt. Und dann könnte das Ganze halt so aussehen. Das heißt also, ich habe nicht den bauartbedingten Abstand, wie ich ihn hier habe, weil jede Linse und jeder Laserkristall braucht hier irgendwo Platz, sondern ich kann das Ganze beliebig dicht, so breit die Lichtstrahlen sind, aneinander legen. Ich könnte hier, je nachdem, wie gut ich optisch halt fertigen kann und toleranzarm ich das Ganze hier aufgebaut kriege, kann ich hier quasi fast beliebig dicht das Ganze aneinander legen. Das bringt mir einen Vorteil. Das können wir uns hier nochmal angucken. Wir erinnern uns gerade wieder an die Rayleigh-Länge und sehen hier, okay, wenn ich natürlich aus einem relativ breiten Fenster dann hier das Ganze bündeln will über eine Sammellinse, dann habe ich natürlich eine relativ große Divergenz. Also der Winkel hier ist relativ groß, wie man sieht. Das heißt also, der ganze Spaß läuft dann nach dem minimalen Radius auch relativ schnell wieder auseinander. Ich habe also eine recht kurze Rayleigh-Länge, wo ich dann Material bearbeiten könnte. Wenn man sich das Ganze hier mit den eng zusammengelegten Laserstrahlen bzw. Laserquellen anguckt, dann habe ich hier natürlich eine deutlich kleinere Divergenz, also einen deutlich kleineren Öffnungswinkel aus nach der Sammellinse. Das führt natürlich dazu, dass mein Bereich, wo ich hier die eine möglichst hohe Leistungsdichte habe, also der Bereich vor und nach Ermin, also meine Rayleigh-Länge, deutlich größer ist. Das heißt also, ich kann auch stärkeres Material bearbeiten. Da zahlt es sich dann aus, wenn man ein bisschen mehr in Spiegel und so weiter investiert und die einzelnen Dioden näher zusammenlegt, weil dann kriegt man am Ende mit der gleichen Laserleistung, die man reinsteckt, ein deutlich besseres Ergebnis. Wenn wir uns jetzt mal die Punkt- bzw. Strichgröße angucken, die ich mit meinem Laser-Array erreiche, naja, ich habe das versucht mal mit dem Messschieber so ein bisschen hier anhand dieses Flex hier zu ermitteln, ist das so irgendwo so 2 bis 3 Zehntel, also 200 bis 300 Mikrometer. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Laserfleck selbst vielleicht noch ein bisschen unter 200 Mikrometer ist, irgendwas so in der Größenordnung, vielleicht, keine Ahnung, 150, 180. Ich will es nicht mutmaßen, denn ist das so die Größe, die sich daraus ergibt. Weil ein bisschen brennt es natürlich noch über an Rändern, logischerweise, aber es ist halt hier auf dem eloxierten Aluminium schon recht begrenzt, weil die Wärme verläuft sich natürlich sehr schnell durch das Metall. Wenn wir jetzt hier mal gucken, bei dem als Beispiel genommenen 40 Watt Modul hier von Lasertree, die geben mir an 0,16 mal 0,19 mm Spotgröße. Also 160 μ mal 190 μ. Das Ganze ist schon deutlich mehr in Richtung Quadrat als das, was ich habe. Ich habe ja eher einen länglichen Strich. Das liegt halt einfach daran, wenn die 8 Dioden per Spiegelschnitt zusammenpacken, dann packen die natürlich so zusammen, dass es ein möglichst quadratisches Ergebnis am Ende liefert. Und man sieht aber von der Spotgröße, das ist jetzt gar nicht so viel kleiner. Also das ist jetzt nicht, dass es nur halb so groß wäre oder so oder noch weniger, sondern es ist in einem ähnlichen Bereich. Es ist natürlich ein bisschen besser, weil klar, der Aufwand mit den Spiegeln zahlt sich natürlich aus, aber es ist jetzt auch nicht sonst sowas wie kleiner. Das heißt, ich bin von der minimalen Spotgröße schon in einer Größenordnung, die durchaus, naja, vergleichbar ist, sage ich mal. Was ist denn jetzt der Nachteil, wenn ich einen Strich habe gegenüber zum Beispiel einem Quadrat oder einem runden Kreis? Das hier ist jetzt mal ein Lasergravur auf Edelstahl von meiner jetzigen Diode, die ich drauf habe, von der Einzeldiode. Die hat das Problem auch, dass die einen länglichen Strich macht, weil das auch ein relativ breiter Emitter ist. Also 1 mal 100 Mikrometer, sowas haben die ja meistens. Und ja, man sieht hier, man hat so eine Art Schreibschrift. Kann ganz nett sein, sieht vielleicht auch mal ganz schön aus, kann aber einen auch behindern bei der Arbeit, weil man muss sich ja vorstellen, dass ich ja in die Richtung, wo der Strich schmal ist, also jetzt so wie hier, wenn ich mir vorstelle, ich verfahre in die Richtung, dann habe ich natürlich eine deutlich höhere Leistungsdichte, also beziehungsweise, naja, genau genommen, die Leistungsdichte ist erstmal nicht höher, aber die Einwirkzeit aufs Material. Weil wenn ich mit so einem länglichen Schnitt hier in die Richtung fahre, dann hat natürlich jeder Teil des Materials, der abgefahren wird, deutlich länger das Laserlicht, ne? Weil wenn man sich über vorstellt, der fährt jetzt hier so einen Strich lang, das heißt also, die Bestrahldauer ist ja deutlich länger, als wenn ich jetzt hier in Querrichtung fahren würde, wo der Strich ja nur halb so breit, beziehungsweise vielleicht ein Drittel oder ein Viertel so breit ist. Dauert es ja auch nur ein Drittel und ein Viertel so lange, bis das Ganze vorbei ist. Das heißt also, wenn man sich jetzt vorstellt, man will ein Quadrat ausschneiden,
dann ist man in zwei Richtungen schon durch, aber in zwei Richtungen noch nicht. Und das ist blöd beim Strich. Mal davon abgesehen, dass man, wenn man eine Gravur macht, halt immer an diese Schreibschrift hier gebunden ist und nicht wirklich jetzt mal eine saubere, neutrale Schrift fahren kann, sondern immer so diesen Lami-Füller im Kopf hat, sag ich mal, ne? Das, ja, das ist halt eine Eigenschaft. Muss man sich überlegen, ob man damit leben will oder nicht. Fakt ist, das ist grundsätzlich erstmal so. Da kann man zwar optisch einiges gegen machen, also es gibt entsprechende Kollimatoren und Korrekturprismen, die das Ganze beheben können, sind aber alle im optischen Weg und kosten alle Geld und muss man alle erstmal haben und installieren und ausrichten und so weiter und so fort. Na, also man muss damit nicht leben, aber wenn man mit einer einfachen Sammellinse arbeitet, dann hat man das Problem. Man sieht auch hier, das ist jetzt mal von LaserTree auch so ein Modul mit einer Einzeldiode, also relativ vergleichbar zu dem, was ich aktuell auf meiner Maschine habe. Und die geben auch an hier 30 x 130 Mikrometer. Das heißt also, die arbeiten halt auch mit einem Strich, der da am Ende rauskommt. Die haben also auch keine Korrekturprismen, um den Strahl da entsprechend in seinen beiden Achsen noch ein bisschen umzuformen. Die leben halt auch damit, dass es ein Strich ist. Das heißt also, es wird durchaus auch so verkauft. Das ist dann durchaus, ist es ein Effekt, mit dem man dann leben muss, wenn man sowas kauft. Oder aber man gibt entsprechend mehr Geld aus für was anderes. Ne? So ist es ja meistens. Um nochmal kurz den optischen Hintergrund dazu zu zeigen. Wenn ich hier natürlich so eine rechteckige Form habe an meinem Lichtbild, was ich letzten Endes aus vier nebeneinander liegenden Laserquellen hier jetzt mal als Beispiel habe und bündle das, dann verändert sich natürlich die Form nicht. Wenn ich ein Rechteck habe, dann bündle ich auch auf ein Rechteck. Ich meine, das Rechteck wird zwar kleiner und das wird irgendwann sehr klein im Mikrometerbereich, aber es bleibt ein Rechteck. Ne? Durch die Sammellinse wird ja aus dem Rechteck jetzt kein Kreis oder ein Quadrat oder so. Ne? Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich schon mit einer relativ quadratischen Form reingehe in meine Sammellinse oder in mein Objektiv. Dann habe ich natürlich am Ende auch gebündelt auf ein kleines Quadrat. Ne? Und ein Quadrat hat ja den Vorteil, dass es in alle Verfahrrichtungen halt mehr oder weniger eine ähnliche Länge bzw. Breite hat. Ne? Klar ist es über die Spitzen halt auch ein bisschen mehr. Aber ich habe mit dem Quadrat natürlich schon mal deutlich weniger Probleme, wenn ich in verschiedene Richtungen fahre, als mit dem Rechteck. Deswegen bietet sich das auch bei dem Modul von LaserTree, was wir gesehen haben, durchaus an. Wenn die 160 x 190 μ haben, das ist schon in Ordnung. Ne? Da kann man schon sauber mit arbeiten, würde ich mal behaupten. So, dann soll abschließend noch die Frage beantwortet sein, was habe ich denn jetzt überhaupt vor mit meinem ganzen Spektakel, was ich hier untersucht habe? Und wie möchte ich dann letzten Endes den Strich vermeiden, den ich habe? Wir gucken hier gerade auf einen Polwürfel. Das ist auch ein optisches Instrument. Man sieht erstmal aus wie ein Würfel, aber man sieht hier schon, das Ganze ist hier offenbar aus zwei Dreiecken bzw. zwei Prismen irgendwie zusammengesetzt. In der Mitte hat hier so eine Trennlinie, wie man sieht. Kurzer Hintergrund, wie sich Laserlicht verhält. Und zwar ist es bei Laserlicht so, beziehungsweise bei diesen Dioden, die haben nicht nur kohärentes Licht, also die Wellenlängen liegen nicht alle ähnlich auf, sondern die stehen auch alle in der gleichen Richtung. Das heißt also, in diesem Fall sehen wir jetzt hier, das wäre jetzt hier vertikal polarisiertes Licht, wenn wir jetzt mal von der Seite gucken wollen. Das heißt, die Wellen, die stehen hier also alle senkrecht. Alle Lichtwellen. Die liegen übereinander, liegen nebeneinander, aber die haben alle die Eigenschaft, dass sie senkrecht stehen. Es gibt also keine, die flach liegen. Wenn ich meine Laserquelle jetzt hier um 90 Grad drehen würde, dann würden dementsprechend auch alle Wellenlängen, die wir hier haben, würden dann entsprechend flach liegen. Also wären auch um 90 Grad gedreht. Es gäbe dann keine mehr, die hier hochkant stehen würden. Und das ist eine sehr schicke Eigenschaft. Damit kann man nämlich viel anfangen. Zum Beispiel den besagten Polwürfel verwenden. Und der macht jetzt nämlich Folgendes. Wenn ich jetzt aus einer Richtung eine Laserquelle habe, die jetzt horizontal polarisiert ist, also meinetwegen, die ich jetzt gedreht habe, dass die Wellenlängen alle flach liegen, war ganz einfach ausgedrückt, dann würden die zum Beispiel durch diesen Polwürfel durchgehen. Also der wäre dann transmissiv für diese Wellenlängen. Das heißt also, die würden einfach durchleuchten. Und dann kann ich aus der anderen Seite aber noch eine Quelle nehmen, die vertikal polarisiert ist. Also die zum Beispiel, wo ich jetzt den Laser so gedreht habe, dass die Wellenlängen alle senkrecht stehen. Und da hätte der Polwürfel dann die Eigenschaft, dass er reflektierend wäre an seiner Grenzschicht. Das heißt also, der würde dann nicht durchleuchten, sondern es würde hier reflektiert werden, das Licht. Und dann habe ich an der Grenzschicht hier also quasi eine Verdopplung sozusagen. Das heißt also, ein Laser leuchtet durch, einer wird reflektiert, das Ganze legt sich hier übereinander, wie man sieht, und man kriegt dann am Ende Lichtstrahlen raus, die kombiniert sind. Beziehungsweise man hat dann hier horizontal und vertikal polarisiertes Laserlicht, also beide Polarisationen übereinander gelegt und könnte damit dann in ein Objektiv gehen oder in eine Sammellinse und hätte dann die doppelte Leistung, theoretisch. In der Praxis hat so ein Polwürfel natürlich Verluste im einstelligen Prozentbereich, wie alles andere auch. Aber die Theoriebetrachtung ist erstmal, ich kann hier zwei Laserquellen verknüpfen und habe dann entsprechend am Ende die doppelte Leistung.
Und damit könnte ich ja dann Folgendes erschaffen. Also ich hätte zum Beispiel ein Laser-Array, was ich jetzt hier habe, und das würde so einen Strich machen. Und ich könnte dann per Polwürfel ja ein zweites Laser-Array um 90 Grad gedreht damit kombinieren und dann hätte ich aus meinem Strich ein Kreuz. Das wäre ja eine Option zum Beispiel. Habe ich immer noch relativ wenig optische Komponenten. Ich brauche nicht zig Spiegel, mit denen ich irgendwas komprimiere und brauche noch Sammellinsen. Die Sammellinsen, muss ich ganz ehrlich sagen, die kosten auch ein bisschen Geld. Ne? Und wenn man davon 8 Stück braucht oder 4, das summiert sich. Und bei meinem Array sind die ja schon drauf. Ne? Das ist ja schon kollimiert im ersten Stück. Das hat ja schon ein paralleles Lichtbündel. Das heißt also, die spare ich mir im Prinzip auch nochmal. Die sind ja schon mit drin in den guten 60 Euro. Wenn ich eine einfache Laserdiode kaufe, die hat das ja noch nicht. Und den Spiegelschnitt kann ich mir sparen und dann wäre ich am Ende nur mit einem Polwürfel und mit einer Sammellinse wäre ich dann hier mit zwei Arrays. Und dann hätte ich im Prinzip 40 Watt Ausgangsleistung, wenn wir mal sagen, wir kommen mit 22 Watt rein von jedem Array und wir haben 10% Verlust, die ich mal so ansetze für die ganze Optik, dann kommen wir hier mit 40 Watt raus. Und 40 Watt auf so einem Laserkreuz, was dann vielleicht, naja, wenn wir mal realistisch sind, irgendwo vielleicht eine Größe von, also der Brennfleck hätte dann 250 Mikrometer, sagen wir mal. Aber die realistische Spotgröße dann irgendwo so bei 200 Mikrometer ist, wenn wir so ein bisschen das, was hier übergebrannt ist, mal abziehen noch, hätten wir 40 Watt hier auf so einem Kreuz, was hier so einen Durchmesser, sagen wir mal, von 200 Mikrometern hat. Das wäre so das, wo ich dann hinkommen würde. Und das finde ich durchaus so interessant, dass ich das gerne mal machen möchte, beziehungsweise mal ausprobieren möchte, was das in der Praxis so bringt. Das ist sozusagen das Ziel des ganzen Tagtraums, den ich hier verfolge, dass ich dann quasi für eine ganze Ecke unter 200 Euro eine 40 Watt Laserquelle zusammengebaut habe mit einer halbwegs Spotgröße, die noch eine gewisse Rayleigh-Länge hat, wo man 4-5 mm dickes Material mit bearbeiten kann, was ich meistens so habe, was dann auch schon halbwegs fix geht, ne? Wo man nicht zwei oder drei oder vier Durchgänge braucht, sondern wo man mit einem Durchgang vernünftig Material schneiden kann. Ja, hier mal kurz einen Blick auf meinen Warenkorb, wie das aktuell aussieht. Das ist natürlich noch nicht alles da und es ist ja erstmal nur eine theoretische Betrachtung gewesen. Ein Array habe ich da, wie man unschwer erkennen konnte. Die Sammellinse habe ich auch noch, die gar nicht mal so eine schlechte ist, die mit der Leistung auch zurechtkommen würde. Ein zweites Array habe ich schon bestellt. Es braucht natürlich auch wieder ein paar Wochen, ne, weil es kommt natürlich auch wieder von da, wo es hergestellt wird. Und einen Polwürfel, geeigneten, habe ich auch schon mal anvisiert. Das heißt also, die ich aktuell da habe, die sind für rote Wellenlänge, eignet sich also nicht ganz so gut, weil wenn ich blaue Wellenlänge habe, dann brauche ich natürlich ein Coating und eine Grenzschicht, was mit der blauen Wellenlänge auch möglichst gut klarkommt. Dass ich möglichst wenig Verluste habe. Weil gerade wenn ich da 40 Watt reinballere, dann ist das auch durchaus im Interesse des Polwürfels, dass die Verluste da relativ gering sind. Weil sonst ist das Ding natürlich irgendwann dreistellig Grad heiß und hält sich auch nicht mehr unbedingt so schön. Beziehungsweise es gibt unterschiedliche Bauformen. Es gibt welche, die sind nur verkittet und die fallen dann auch mal gerne auseinander, wenn man da so richtig reinknallt mit hoher Leistung. Deswegen muss da natürlich auch ein geeignetes Teil her. Und da habe ich mir auch schon was rausgesucht und das muss ich demnächst dann auch nochmal organisieren. Und dann kriegen wir da was zusammen. Und dann muss natürlich noch ein Grundkonstrukt gebaut werden, das Ganze irgendwie auf einem Messingträger irgendwie aufgebaut werden, möglichst stabil alles und verzugsfrei und so weiter und so fort. Also es ist da noch ein bisschen was zu tun in der Richtung. Das war jetzt mal so die erste Überlegung, was ich vorhabe. Vielleicht ist es ganz interessant. Vielleicht ist der ein oder andere da auch ein bisschen interessiert in die Richtung. Wenn er selber auch was machen wollt, denkt dran, es ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Und wie gesagt, ich hatte es erwähnt. Ne? Also immer am besten immer wissen, was man tut. Das ist immer ganz gut. Ich weiß das auch nicht immer, aber man sollte auf jeden Fall wissen, wann es gefährlich wird. Das ist immer das Wichtigste, ne? Ja, zu wissen, wenn man es lassen sollte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und tschüss.